Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder mit der ganzen Clique unterwegs, auf absolut legaler Basis natürlich. Auf ganz entspannt, ein paar langsame Wheelies hier, ne? Wir fahren jetzt auf jeden Fall zum Spot. Gucken, was dann so abgeht. Heute mal Spot mit der Booster. Und bis dahin werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen schäbeln. Auf legale Basis natürlich. Ne? Wir halten uns ja hier an Geschwindigkeiten und STVO. Die hatte gar keinen Bock. Die hatte absolut gar keinen Bock auf uns. Ich würde sagen, das hier haben wir ganz souverän gerade gemeistert. Schön auf dem Hinterrad und Necklas auch noch mit am Start irgendwo ganz hinten, aber ja, ich warte mal ein bisschen auf den. Ne? Ich habe den Zylinder auch jetzt eingefahren, der DR, der drauf ist. Und ich muss sagen, das läuft wirklich ungelogen, es läuft so gut. Also die ist trotz dem Setup, also das Setup ist gut. Da ist jetzt noch ein 21er mit drauf und ein getarnter Sportluftfilterkasten, da gehe ich aber gleich ein bisschen näher drauf ein. Ja, ich würde sagen, das hat sich erledigt mit Niklas, der ist noch ganz da hinten, Digga. Uiuiui, das habe ich ja gar nicht gesehen, das Schlagloch. Schon echt ein bisschen länger her, dass ich hier mit der Booster war. Also wirklich richtigen Spot. Ich bin hier gestern noch lang gefahren, weil ich abgehauen bin, aber ja. Schön jetzt hier mal Coaster, ne? Und wieder runter die Karre. Das war zwar nicht so mit Absicht, aber was hat der schon wieder? Was haben Sie für ein Problem? Selbe wie letztes Mal. Wo warst denn du eben? Wo warst denn du eben? Ja, ich fahre jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein Ründchen weiter. Wo kommt denn da jetzt? Ach, unser Begleitfahrzeug, Auto. Ja, auf jeden Fall, die Booster geht echt gut mittlerweile. Und eigentlich wollte ich heute noch einen Highspeed-Test machen und einen Drag Race mit den Jungs. Aber ich glaube irgendwie, das wird nichts, weil wenn Stefans Booster so beschissen läuft, wie sie läuft, dann wird das nichts. Aber stimmt, ich habe ja Circles mit der geübt, warte mal. Das muss ich mal eben nochmal ausprobieren, ob das immer noch klappt. Da muss ich aber wieder da vorne hin.
warte mal. Ich probiere jetzt nochmal, ob das mit den Circles hinhaut. So, und? Ja, ich würde sagen, das kann man so stehen lassen. Ja, ich bin gerade noch am Überlegen, es könnte sein, Freunde, hört mir zu, es könnte sein, dass es das Ende von der 100-Euro-Booster ist. Ich weiß, es klingt traurig, ist es auch. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich habe auf eBay Kleinanzeigen meine alte Aerox wiedergefunden, die pink-schwarze. Die ist zwar jetzt nicht mehr pink-schwarz, ich kann mal hier und da und hier und da und da, kann ich mal Bilder einfügen, wie die jetzt aussieht. Ja, ist halt nicht mehr so schön, ne? Aber der Typ, von der mir die damals abgekauft hat, der wird die wahrscheinlich tauschen gegen dieses wunderschöne Gefährt. Die wollte ich euch jetzt auch nochmal zeigen, wie die jetzt aktuell der Stand so ist. Und das wäre natürlich für YouTube echt richtig geil, wenn ich meine alte Aerox wieder bekommen würde. Aber dann müsste ich die halt dafür abgeben, ne? So, das ist jetzt die Booster aktuell. Klar, ein bisschen dreckig. 70er fährt sich gut und halt der getarnte Sportluftfilter. Ihr fragt euch jetzt, wo ist da der Sportluftfilter? Von hinten sieht man nämlich auch nichts. Wo ist da der Sportluftfilter? Ich blende euch jetzt mal genau hier ein Bild ein. Ich sag euch Leute, wenn ihr eine Booster habt mit Sportluftfilter, mit 70 Kubik und so, dies, das, baut es genauso um. Weil guckt euch das an, es sieht von außen, es sieht die bis auf Spiegel jetzt klar und vorne die Blinkergläser fehlen, aber optisch sieht die einfach so legal aus. Kann es keinem erzählen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Karre gleich umkippt, weil die ganz schön wackelt. Weiß ich nicht. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das so stattfindet. Das Video kommt ja am Sonntag. Ich fahre wahrscheinlich morgen mit der Booster mal zu dem Typen hin. Das ist hier gleich um die Ecke. Und wenn es dann so klappen sollte, dann werdet ihr im nächsten Video auf jeden Fall wieder meine alte Aerox sehen. Was macht der jetzt hier schon wieder? Aber der ist ja mal illegal ohne Helm, ne? Ist dann natürlich auch wieder eine Umgewöhnung auf Scheibenbremse. Ne? Die Aerox, die hat ja Scheibenbremse hinten. Und die Aerox hat auch, glaube ich, die sieht zwar nicht mehr so aus, wie ich sie abgegeben hat, aber ich meine, sie hat noch das gleiche Motorsetup wie damals. Heißt 70er Street Race drauf, Vario innen komplett, Stage 6. Es ist alles sexy da drin, alles ist geil. Der Auspuff, ja, Suni C16 meine ich, war das. Und halt mit Subframe, mit nach hinten gelegtem Vergaser, mit nach hinten gelegtem Auspuff, gecuttetes Helmfach. Gut, jetzt ein gespachteltes Heck, das würde ich alles wieder umbauen, so dass sie halt wieder schön da steht. Aber mich würde es, also ich habe so ein bisschen, geteilte Meinung. Weil die Booster fährt sich extrem geil. Ich weiß, da ist alles neu dran und so. Die lässt sich so gut fahren, ohne Spaß. Aber die Aerox halt auch, ne? Damals, als ich die Aerox abgegeben habe, ich weiß nicht, ob ich irgendwo mal den Grund genannt hatte. Die Aerox habe ich damals verkauft, um praktisch mir und meiner Freundin die Kaution für unsere erste gemeinsame Wohnung halt zu zahlen. Die Kaution, ja, waren irgendwann mit 1000 Euro. Und deswegen, aus dem Grund, habe ich mich von meiner Aerox getrennt. Und ich habe dieses Ding wirklich geliebt und das ist auch einfach der größte Liebesbeweis gewesen, sag ich euch ehrlich. Das war der größte Liebesbeweis, dass ich meine Aerox damals für die Wohnung verkauft habe. Also für die Kaution, ne? Und der Booster. Die Booster hier ist so ein Flummi halt, ne? Das ist halt gestört. So, die geht direkt wieder hoch. So, das ist halt bei der Aerox nicht, außer du hast dann MK2 drunter oder so, Digga. Dann hast du natürlich auch wieder einen dicken Flummi. Ich werde aber nochmal einen Circle Wheel hier vorne probieren. Gucken, ob das so gut geht.
ist der Bordstein, Digga. Oh mein Gott. Klar, ist immer noch mit einem Fuß unten. Aber es geht auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ah, hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Und die Booster geht halt ab wie Sau, ne? Ich meine, ich habe die hier gerade mit Full Pin hochgezogen. Also hier, der Gashahn ist offen, ne? Und dann einmal, zack, ist das Ding oben. So geil. Hallo Jungs. Hier nochmal ein Kiki. Und hier nochmal ein Kiki. Mit der kannst du so viel Kacke bauen. Ah, ich rede gerade nur die Booster schön, ne? Als ob ich die Aerox gar nicht so wieder haben will. Ja. Wie gesagt, da bin ich auch noch ein bisschen zwiegespalten mit bei. Ich würde auch sagen, dass es jetzt das mit dem Video war. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Und schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Soll ich das mit der Booster machen? Mit der Tausch gegen die Aerox? Soll ich es nicht machen? Soll ich es lieber sein lassen? Genau, und in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt. Mit dem letzten Wheelie in diesem Video. Der Wheelie beendet das Video. Boah, das ist ein sexy Coaster, Junge. Boah, Junge. Ja, ich glaube, das... Ah, ne, alles gut. Haut da rein. Ciao. Eine Minute, 37 Sekunden später. Digga. Fünf hinter dir! Fick dich! Geht das Tacho?